Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Wohn- und Leister geht. Leute, ihr erkennt es wahrscheinlich schon, ich befinde mich gerade bei H&M und heute ist es mal eine Shopping-Tour XXL. Übrigens, liebe Grüße, ich habe schon so viele Videos gemacht bei H&M, immer heimlich gefilmt. Jetzt dürfen wir hier offiziell filmen, deshalb vielen, vielen lieben Dank. Aber Leute, es geht hier nicht um drei richtig coole Outfits, die ich euch gleich zeigen werde, sondern ich habe auch noch ein mega krasses Gewinnspiel. Ich glaube, das ist in 3 Jahren YouTube das größte Gewinnspiel, was ich bis jetzt machen durfte. Worum es geht, erzähle ich euch gleich. Was könnt ihr gewinnen? Ich glaube, man kann schon so ein bisschen was erahnen. Es geht mal wieder um Emre Can. Wer das Video noch nicht gesehen hat, checkt mal bitte den Link in der Infobox ab. Ich hatte die Ehre, mit Emre Can ein Interview zu führen, ein paar Styling-Tipps von ihm, also unbedingt mal raufklicken. Aber worum geht's? Für alle Männer da draußen, ihr habt die Möglichkeit, für euren Abschlussball, für die gesamte Klasse, ein paar Anzüge zu gewinnen. Also ihr dürft euch, ja, also jeder einzelne Mann aus eurer Klasse darf sich einen Anzug selected by Emre Can aussuchen. Was müsst ihr dafür tun? Einfach nur hier in die Kommentare Hashtag Abschlussball 2018, den Namen der Schule und vor allem aus welcher Stadt ihr kommt, besser gesagt in welcher Stadt eure Schule steht. Ich glaube, das hat definitiv mal ein paar Daumen nach oben verdient. Also wir werden jeden einzelnen Mann da draußen fresh einkleiden. Ich werde dabei sein. Ihr werdet alle zu H&M kommen. Wir stylen euch alle um, dass ihr alle für den Abschlussball perfekt gestylt seid. Und jetzt mit H&M ist es einfach so, dass ich mit H&M aufgewachsen bin. Ich komme aus einer Familie, die vielleicht nicht reich ist. Und jetzt kommen wir zu den Outfits. Ich hole mir die liebe Linda an meine Seite und ich bin gespannt, was dieses Jahr 2018 bei H&M alles Neues zu finden ist. Okay. Das war nix. Jetzt habe ich hier die liebe Linda an meiner Seite. Der ein oder andere kennt sie vielleicht sogar noch vom Emre Can Video. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle erstmal, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, oder besser gesagt ich die Möglichkeit habe, für meine Community so viele Anzüge zu verlosen. Danke sehr. Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Super. Jetzt geht es eigentlich zum eigentlichen Video. Und zwar bin ich ja nicht nur hier, um Anzüge rauszuhauen, zu verschenken hier auf den Nacken von H&M, sondern wir sind heute hier wegen der Mode. Ich will auf jeden Fall 3 Outfits für meine Community raussuchen. Bevor wir das aber machen, was erwartet die Zuschauer, wenn sie jetzt zu H&M kommen? Was ist besonders angesagt in diesem Jahr? Schieß einfach mal los. Besonders angesagt. Also klar, wir decken immer alle Trends ab. Jetzt gerade ist natürlich viel aus Leinen, viel helle Töne, vor allen Dingen beige. Wir haben eine schöne, coole Jeansjacke, die ich dir gerne zeigen möchte. Nude-Töne sind gerade total angesagt. Helle Denim-Waschung, genau, schöne Sommerhüte. Also alles, was man jetzt braucht. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit so einem schönen Sommer-Outfit. Aber ich will auch für meine Community so ein typisches Mark Eggers Outfit. Das haben wir auch immer. Dann gehen wir beide jetzt mal los und suchen das erste Outfit raus. Perfekt. Let's go. Dachte ja, das wird eine Shopping-Tour XXL. Was geht noch? Was können wir noch? Das ist jetzt einmal das Outfit Nummer 1. So, Linda, erzähl mal, was trage ich hier gerade? Ich sehe gerade so ein paar Details, wovon ich natürlich ein großer Fan bin. Ja. Erzähl einmal, wir fangen, glaube ich, hier oben an. Ja, wir haben dir eine richtig schöne beige Jeansjacke rausgesucht. Super Trend 2018, nicht mehr blau, klar auch noch blau, aber gerade geht man voll auf beige bei Jeansjacken. Okay. Dazu haben wir einfach ein weißes Basic-T-Shirt gestylt. Ich mag es persönlich zu einer hellen Jeans immer am liebsten. Was würdest du sagen, Röhrenjeans immer noch aktuell? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl, auch das T-Shirt so ein bisschen oversized, relativ entspannt. Die Jacke ist mal eine andere Farbe, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ich mag es auch, ja. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Outfit gefällt. Eure Meinung ist uns wichtig. Ich gehe wieder in die Umkleidekabine und jetzt kommen wir schon mal direkt zum Mark Eggers Outfit oder soll es erst das dritte Outfit sein? Dann nehmen wir nochmal ein sommerliches. Ja, lass uns nochmal ein sommerliches machen. Nochmal ein sommerliches und danach kommen wir zum Mark Eggers Outfit. Perfekt. Also, Outfit Nummer 2. Da sind wir beim Outfit Nummer 2 und Linda bekommt das Grinsen schon gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ja, ich weiß, wir haben es jetzt bewusst mal aufgelassen für die Leute, die jetzt nicht so einen dicken Wasserkopf haben wie ich. Ihr könnt solche Brillen tragen, bei mir nicht
ganz ja, optimal. Ja, sie ist ein bisschen zu klein leider bei dir. Entschuldigung, ist die Brille zu klein? Ja. Ich fühle mich manchmal so schlecht, weil einfach nichts passt. Egal, ich komme jetzt zum Outfit. Ich finde es, wenn ich jetzt meine Meinung sagen darf, ich finde es richtig cool. Ja. Auch mal mit dem Polohemd. Ja. Ich glaube, viele Leute haben mich so noch nie gesehen, mich mit Hut. Aber ich übergebe dir einfach mal das Wort. Schieß mal los. Also ich würde fast sagen, das ist das ultimative Sommeroutfit. Okay. Ich glaube, Poloshirts waren noch nie so cool und angesagt wie in diesem Jahr. Du kannst es hervorragend tragen. Die Leinenhose ist auch mega entspannt, schick zugleich. Ich finde es super. Mit den Armbändern hier noch, perfekt. Ja, ein paar Details kann ich euch Männern auch da draußen empfehlen, um nochmal Outfits aufzuwerten. Schaut ja. mal auf so ein paar Details, haben wir jetzt hier nochmal was oben gemacht. Ja, ganz entspannte Flipflops, genau. Leinenhosen, du hast eigentlich alles schon erwähnt. Ich finde, das ist wirklich ein gelungenes Sommeroutfit, ja. wenn es mir denn stehen würde. Er steht dir, die Brille ist nur zu klein. Die mit den Patches, die ist nicht schlecht, ja wirklich, also alle längst. 15 Euro im Sale mit den Patches. Hier wird jetzt gerade was gedreht für den YouTube-Kanal. Let's Me, habt ihr sicherlich schon abonniert. Ja, super, danke. Willst du noch was sagen? Jemanden grüßen? Willkommen hier, Mann. Ich glaube, ich habe einen neuen Gast bei mir nächstes Mal. Ich habe auch eine Instagram-Seite, Lillys. Alles klar. Wie heißt sie nochmal? Lillys.com. Blenden wir nicht hier und nein, viel Spaß. Also, seht zu, dass ihr wegkommen, Mädels. Mann, ich weiß damit umzugehen. Ich merke schon sehr viel. Ich wusste, dass die Lilly begeistert. Das schneiden wir alles. Ich zieh mich jetzt um und wir kommen zum Outfit Nummer 3. Viel Spaß. Yes. Genug der Albereien. Jetzt sind wir bei dem Outfit, wo ich mich persönlich am wohlsten fühle. Ja. Ich trage mal wieder eine Lederjacke und ich muss sagen, ich finde die auch vom Schnitt her echt sehr, sehr cool. All black, aber erzähl du doch mal. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein typisches Mark Eggers Outfit. Ich liebe selber auch all black. Du trägst auch Mark Eggers getragen mit Eggers. Nee, klar, du trägst jetzt da gerade eine ganz klassische Bikerjacke, super cool, schwarzes Basic-T-Shirt, leichte used Denim-Jeans, so grau, gräulich, schwarz, washed. 1A-Look, würde ich sagen. Plus noch eine Kette hier. Die finde ich nämlich auch ja. richtig cool. Leute, checkt's auf jeden Fall mal ab. Wir verlinken natürlich auch mal den Online-Shop von H&M. Das war jetzt mal die Shopping-Tour hier bei H&M. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und vor allem, wenn du noch für deine Klasse einen Anzug selected bei H&M gewinnen willst, besser gesagt für alle deine Mitschüler, also du wirst der Held sein, wenn du mitmachst und du gewinnst für deine Klasse, die Leute werden dich lieben. Also, ab in die Kommentare, Hashtag Abschlussball 2018, Name der Schule und vor allem, wo steht die Schule? Ja, das war's. Mehr muss ich nicht sagen. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke und vor allen Dingen vielen, vielen lieben Dank an H&M, dass wir drehen durften, dass ihr das Ganze möglich macht. Ich bin gespannt auf den Gewinner und vor allem, ich werde dabei sein. Wenn ihr alle umgestylt werdet, wenn ihr eure Anzüge bekommt, bin ich mit dabei. Also, bis dann.